Mit Star Wars: Die letzten Jedi inszenierte Rian Johnson wohl den kontroversesten Star Wars-Film überhaupt. Trotz dessen aber kündigte Lucasfilm vor längerem schon an, eine ganze Trilogie mit Johnson umsetzen zu wollen. Jetzt war es lange still um das Projekt, auch auf dem Disney Investors Day wurde davon nichts angekündigt, obwohl damit Rogue Squadron, ein neuer Film von Wonder Woman Regisseurin Patty Jenkins, angekündigt wurde. Jetzt hat aber die Autorin Saraya Wilson in einem Gespräch mit Regisseur Rian Johnson erfahren, dass seine Star Wars Trilogie weiterhin in Planung ist und auch noch kommen soll. Es gibt allerdings noch keinen Zeitraum, wann die Filme dann letztendlich kommen werden. Momentan ist er ja noch mit anderen Projekten wie dem Krimi-Sequel Knives Out 2 beschäftigt. Und der nächste Star Wars Film soll Rogue Squadron sein, der am 23. Dezember 2023 in die Kinos kommt. Somit können wir uns auf jeden Fall auf eine Menge Star Wars Filme freuen. Auch sollen ja noch weitere Filme von Marvel Studios Chef Kevin Feige und Regisseur Taika Waititi kommen. John Constantine feierte 1988 seine Comic-Premiere. Dann brachte Warner Bros. 2005 den Anti-Helden erstmals ins Kino. In dem Film sah man neben Keanu Reeves auch Shia LaBeouf, Tilda Swinton, Rachel Weisz und Peter Stormare. Bei einem Budget von 100 Millionen Dollar spielte der Film rund 230 Millionen wieder ein. Das war wohl aber nicht genug, um eine Fortsetzung zu produzieren. Später dann, genauer gesagt 2013, gab es von NBC mit Matt Ryan einen neuen John Constantine in einem Serienabenteuer. Das wurde aber auch nach einer Staffel wieder abgesetzt. Seit 2017 ist Ryans Constantine auch ein Mitglied der Legends of Tomorrow. Nun berichtet Variety, dass sich wohl bei HBO Max ein neues Serienprojekt rund um die DC-Comic-Figur in frühen Entwicklungen befindet. Die Serie soll dann im Zusammenhang mit dem Serienprojekt über die Justice League Dark stehen. Variety zufolge würden wir in der neuen Serie eine jüngere Version von John Constantine zu sehen bekommen. Man würde sich auch mehr auf die Horroraspekte fokussieren als auf die religiösen Elemente. Ob das Gerücht nun stimmt oder nicht, bleibt noch abzuwarten. Kommen wir nun zu Mission Impossible 7 und 8. Denn da war ja die ganze Zeit davon die Rede, dass die Dreharbeiten zu beiden Filmen hintereinander weglaufen sollen. Nun ist das aber doch nicht mehr so. Die sollen jetzt nicht mehr hintereinander direkt gedreht werden. Deadline berichtet, dass die Produktion eine Pause einlegen wird nach dem Drehschluss des siebten Teils. Grund dafür ist vor allem, dass Tom Cruise erstmal auf Promotour für Top Gun Maverick geht. Der kommt im Sommer in die Kinos. Trotz der Pause wird es aber wohl kaum Veränderungen am Kinostart für den achten Teil geben. Aktuell ist das im November 2022. Der siebte Teil kommt am 18. November in diesem Jahr in die Kinos. Mission Impossible 7 gehörte zu den ersten großen Produktionen, die aufgrund der Corona-Krise unterbrochen werden mussten. Im Februar 2020 drehte das Team nämlich ausgerechnet in Italien, das damals, wie man ja weiß, besonders hart betroffen war. Im Herbst gingen dann die Dreharbeiten weiter, aber es war natürlich trotzdem erschwert, weil traditionell wird ja Mission Impossible an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt gedreht. Mit der Corona-Krise ist das natürlich ein bisschen schwierig. Zuletzt wurde wohl in Abu Dhabi gedreht, das enthüllte Regisseur Christopher McQuarrie auf Instagram. Nun sind aber Cast und Crew wieder auf dem Weg nach London, um die letzten Szenen für den siebten Teil zu drehen. Nun ist es endlich bekannt, dass Zack Snyders Justice League am 18. März nicht nur beim Streamingdienst HBO Max veröffentlicht wird. Snyder selbst twitterte nun, dass der Film am gleichen Tag weltweit auf allen Märkten erscheinen soll. Dabei setzt Warner Bros. Auf unterschiedliche Veröffentlichungsmodelle wie Streaming, VOD oder digitale Downloads. Was jedoch immer noch unklar ist, auf welche Weise Justice League in Deutschland zu sehen sein wird. Am wahrscheinlichsten ist da aber Sky. Der Pay-TV-Anbieter ist nämlich in Deutschland der Partner für HBO Max und deren exklusiven Produktionen. Was man ja jetzt auch an Wonder Woman 1984 gesehen hat, der noch vor Kinostart dort starten durfte. Es gibt auch wieder interessante neue Trailer, die rausgekommen sind. Zum Beispiel kam jetzt der erste Trailer zur Neuverfilmung des Klassikers Mortal Kombat raus. Dieser erscheint am 16. April in den amerikanischen Kinos und zeitgleich auch auf HBO Max. In Deutschland ist der Film für den 8. April angekündigt. Man muss aber noch abwarten, inwiefern der Termin gehalten werden kann.
In Mortal Kombat steht dann das gleichnamige Kampfsportturnier und die darin antretenden Kämpfer im Mittelpunkt der Geschichte, dessen Ausgang über das Schicksal der gesamten Menschheit entscheidet. Des Weiteren kam ein neuer Trailer zu Zack Snyders Justice League raus. Snyder postete diesen selbst mit neuen Eindrücken zu seiner Schnittfassung. Und es ist ja auch gar nicht mehr so lange hin, bis wir den endlich zu sehen bekommen am 18. März. Kommen wir nun zum letzten erschienenen Trailer. Disney postete nämlich das erste Poster zu Cruella. Dazu gab es dann auch den Trailer. Dieser bietet einen ersten ausführlicheren Ausblick auf das Realfilm-Prequel zu 101 Dalmatiner. Der Film soll nach aktuellen Planungen in Deutschland am 27. Mai erscheinen. Die Hauptrolle wird Emma Stone spielen. Craig Gillespie übernahm für Alex Timbers die Inszenierung, nachdem dieser wegen Terminschwierigkeiten das Projekt verlassen musste.